zu sagen. Wir können dieses Video wieder nicht mit Werbung schalten. Oder so nach Elis. Herzlich willkommen, wir sind hier auf dem Haus auf Horror. Da ist Freddy Krüger. Und Michael Myers. Und Michael Myers. Oh nein, ja, die oh nein, jetzt wissen wir, wie er aussieht. Ah! Nein, das sieht aber anders aus. Hätten die mal mich als Tontechniker genommen. Ja. Eigentlich hängt das ja so von oben. Ja, ja. Dein Einsatzhit? Schön vorm Gesicht. Wollt ihr das dann auch schicken, mal her? Jo Mama! Hallo, jo Mama! Hallöchen! Wenn man das so sagt, sagt sie, ja, bitte, bitte. Und ich wollte Sie fragen, wie finden Sie es hier heute auf der House of Horrors Con? Ja, und wir sind nett. Übrigens von Horror Lost Places. Und nett. Und YouTube-Kanal Horror Lost Places bitte anschauen. Ja, und danke für die Antwort. Wir gehen mal hier zum nächsten Besucher. Was halten Sie hier? Haben Sie schon einen Zombie gesehen? Was? Nein, ja. Heute Morgen. Ja, genau. Und Sie sind auch von Team Horror Lost Places? Ja. Sind Sie schon hier froh zu sein auf der Messe? Was habt ihr jetzt vor? Schöne Haare, guck mal, die wunderschönen Haare, die sagen doch alle, die Haare sind so schön. Dieses Mikrofon hat gleich Haare berührt, ihr könnt es jetzt kaufen bei uns im Fanshop. Neongrün, Neonrot forever. Alles klar bei euch. Ja klar, wir sind lustig wie immer, wir sind hier auf der House of Horrors Convention. Da sind unsere Fans da, da hinten und da. Und hier das sind alles unsere Fans. Darf ich nur nicht zeigen. Ganz viele sind da noch mit dem Bus. Wollen halt nicht gesehen werden. In Oberhausen, kommt vorbei. Dann könnt ihr diesen netten Herrn hier kennenlernen. Heike Schubert wusste es. Ja, wir wollen dann gleich mal ein bisschen rumführen. Wir haben die Erlaubnis zum Drehen und zum Interviewen, deswegen haben wir hier auch ein Mikrofon. Mit der Lizenz zum Töten. Nee, das war immer anders. Dann können wir gleich zu random Leute ansprechen und so, ey, du hast doch die Hauptrolle in The Shining 5 gespielt, oder? Ja. Shining 5. Ich war die Tür. Ich war die Axt. Ich war der Schrank. Das freut mich. Schön, alles klar. Schönen Tag dort. Ja, wir haben gehört, ich will mal eben mich selbst interviewen, kann ich die Kamera wechseln? Also wir haben gehört, dass es Tonprobleme gibt, die werden aber gerade bearbeitet. Und wenn die Tonprobleme behoben sind, dann wird unser Film gezeigt. Aber es kann sich halt noch ein bisschen handeln, bis der Ton funktioniert. Eine Stunde noch. Und wir sind von Horror Lost Places. Jetzt ist das bereit zum Interviewen. Nein, nein. Ich glaube, das ist ein bisschen Kampfstadt auf dem. Kannst du verkaufen. Original Spucke. Haare und Spucke. Siehst cool aus, wie Mike. Ja, ich bin ja auch Mike. Ich bin Mike verkleidet. Ich bin ein Mike Cosplayer. Ja. Ich tue nur so, als wenn ich der. Hier seht ihr auch, da ist ein Horror-Ehepaar. Hier Michael Myers und so weiter war auch schon noch. 2 Euro von Petra R. Hallo ihr tollen Menschen von ALP. Weitermachen. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Die Elemente fliegen. Also wir haben Tonprobleme, aber wir haben überlegt. Ja, wir nicht, die haben Tonprobleme. Also die haben Tonprobleme, aber wir haben überlegt, dass wir dann einfach hier eine Live-Seance machen, wenn die den Ton nicht hinkriegen. Ich habe große Video, alles dabei. Also kommt noch vorbei. Es lohnt sich noch, vorbeizukommen. Das ist gar nicht angeschlossen. Ich tue einfach nur so, als wenn das angeschlossen wäre. Damit ich mir wichtig vorkomme. Ton und Bild stocken. Maria Kron. Maria Kron. Hey, was macht ihr da? Wo genau seid ihr? Wir sind auf der in Oberhausen auf der Horse of Horrors kennen.
Du bist wichtig, Mike. Danke. Danke für mein Team, das ich auch so toll finde. Alles okay, es stockt nichts. Ihr seid die Besten, aber mir geht es. Ton ist schlecht. Ja, wir stehen auch noch draußen in der Raucherecke, so wie früher am Schulhof. Ne? Raucherecke kennt ihr ja. Ja, da sind nur die Harten. Wünschstärke 20. Und wir gehen gleich rein und ich will hoffen, dass wir gleich noch 4G drin haben und Ton. Und dann können wir ja auch mal unseren Mike Blankenberg interviewen. Und der Ton schon geht. Und schon wieder 1 Euro donated von I Lost Your Man. I Lost Your Mama. Ich will hoffen, du findest sie wieder, deine Mutter. Fino muss gleich Physik lernen, aber sie schaut über den Stream. Ja. Vielen Dank für diese wichtige Information. Diese wichtige Information, vielen Dank. Genau, scheiß auf Schule, ich gucke lieber halb. Genau, ja, wer? Physik ist auch nicht ganz so wichtig. Ja, dein Einsatz, Trailerpark. Wie ist nochmal das? Ich habe in der Schule nichts gelernt. Ja, warte. Und jetzt schau uns an. Jetzt müssen wir einander jetzt zu spät. Ja, der Wind, der pustet manchmal, wir sind ja noch am Rauchen. Du hast noch nichts verpasst, gleich geht's los, weil ich habe schon einen Horror-Clone. Ich drücke euch die Daumen. Ja, wie gesagt, es gibt noch ein paar Technikprobleme. Aber wird wahrscheinlich gleich gelöst. Ansonsten, wir sind ja auch da. Ja, halt mal einer. Wieso wird denn jetzt gehen? Muss mal eben mein Stängel weg. Ich muss gucken, wenn ich filme. Hallo! 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 Ich habe noch ein paar DVDs dabei zum Verticken, da können wir gleich so, hey, hi, du, hey, hier, willst du diesen, für diesen Hut? Willst du diesen FSK 18 ungeprüften Film kaufen? Hättest du so einen Mann, der so lang gebrochen reinhängst. Keine Altersfreigabe, ab 25. Nicht durch den deutschen Jugendschutz gelaufen. Nur für dich 15 Euro. Ja, wenn ihr Horrorfans, hier findest du glaube ich welche. Mein Mumpel ist sogar einer der Darsteller. Nicht vergessen. Hast du keinen. Gimbel haben wir nicht. Oh, du hast vielleicht so Gewicht reduzieren. Der und anstatt weniger zu essen, habe ich weniger im Rucksack. Komm, wir gehen rein. Gewicht reduzieren. Ja. Soll ich nehmen? Willst du filmen? Ich bin noch zu sehr am Zittern. Ja, wir müssen auch gucken, wir dürfen keine Leute filmen. Wir filmen uns. Wer interessiert sich schon für andere? Wir filmen nur uns selber. Aha. Instagram. Weißt du, zu Hause werde ich noch mit Pillen zugestopft und hier so, ich weiß nicht, was sie genommen haben. Ja, recht am eigenen Bild und so. Da kommen die ersten Jahre, bin ich hier live? Nein, sind sie nicht. Nur ich. Den nehmen wir gleich mit. Den Clown. Wir wollen ja keine Straftaten ankündigen, aber den klauen wir gleich. Ich hatte eigentlich Angst vor Clowns, ne? Aber der ist einfach nur genial. Haben wir noch 4G? Ja. Jetzt den Schatten. Hier ist der Eingang. Oh, ich hab Angst, Leute. Fans, bin ich mutig genug, hier reinzugehen? Wir wollen das Thema Superfans im Livestream nutzen. Alle Fans sind gleich toll. Die Fans der anderen Bands. Die Fans der Menschen, alle. Gab's auch so ein Lied. Wie geht's euch? Für uns geht's gut. Wir sind lustig wie die hier auf der House of Horrors Con. Und hier kann man irgendwie Zombieöl kaufen oder so. Oh. Wenn man hat keinen Bild los. Vielen Dank. Hier gibt es zum Beispiel Antidotum für die Webbrowser-Leute unter euch. Antidotum
Serum, Vitaminus. Da ist ein Gehirn. Oh nein. Ihr seid die Besten. Wo denn jetzt schon wieder weg? Ach ja, wir müssen unsere Poster aufhängen. Wie man macht das? Guck mal. Wartet diese Frau im Hintergrund? Wie sehr sie sich an. Wenn dieser Typ mal verschwinden würde. Mit den blauen Haaren. So sieht Fanmanagement aus, Leute. Ein Scherz. Grüße mal Kerry vom Benjamin Ehrenberg. Wer ist Benjamin aber? Ja, ein Fan wahrscheinlich, jetzt toll finde ich. Vielleicht hätte ich so einen Banner machen müssen. Vollen Ausschlag? Ja, da oben. Ach so. Im Handy da sind nur vier Balken, vier oder fünf. Ein Auge von I Love You Mama. Warte mal. Ah nein, I Lost You Mama. Das wollte ich schon sagen. Wir sind. Guck mal, da ist einer voll bewaffnet. Irgendwie immer da. Da ist der Recht. Genau, wir wollen den Leuten ja immer mal zeigen hier. Ist noch bis morgen, ihr könnt auch noch morgen. Wo, hier? Das sieht mehr so aus wie Spinnen. Da ist so eine Halle. Da muss doch mal einer sagen, ey. Da findet doch keiner hier. Warte, ich schalte dich mal um. Ahnt ihr schon, wer da steht? Die echten Ghostbusters, Leute. Ja, hier ist jede Menge los. Guck mal hier, was man eigentlich alles kaufen kann. Wieso ist sie ja Ninja Turtle? Sind das so alles Figuren aus Special Editions oder so? Oh nein, Hilfe! Oh, Spawn, den kenn ich sogar auch noch. Die Sport kann man extrem. Ja, besonders hier. Der hört mal an. Die Glaskiste? 100 Euro. 449. Ja, aber ist das denn eine Replika? Also ist bestimmt eine Replika, ne? Also keine originale Filmkulisse. Wahre Fans, die geben das halt aus. Ne? Mal woanders gucken. Oh nein, da ist der Klon. Oh, Hilfe. Special Edition. Guck mal hier, Clary. Special Edition von S. It. Hier ist sogar Godzilla. Da sind die echten Ghostbusters. Ah, ah, hallo! Wir sind gerade live. Ach echt? Für unsere Fans. Boah, der Mann ist groß, ey, guck mal. Nein, du hast deine Fruchtzwerge nicht gegessen. Das ist alles. Ja. Bild von uns.
Bild von euch? Ja, gerne. Wir haben auch schon Stand da, alles. Weitwinkel. Das weiß ich auch warum. Was? In stark belebten Räumen müssen wir leider unsere Funktion wechseln. Das hilft gegen die Belastung. Ja, ja, klar, wird zu Hause alles nachgebaut. Ich weiß. Das ist eine Tortur. Mike, du darfst. Was? Ja. Ich darf so einen Kasten haben? Ja. Nein, nicht haben. Da müssen wir alles ziehen. Da müssen wir mal eben dahin. 30 Kilo. Ist er voll. Ja. Genau, jetzt hat ein echter Geisterjäger sein Equipment mal hier. Die Dinger sind auch alle selbst gebaut. Normalerweise machen die was, aber die dürfen nicht trotzdem rollen, die nicht mehr viel machen. Sitzt noch? Oh. Habe ich hier was von Saugerding? Von Saugerding? Von dem da drauf zieht? So ein Saugerding? Ich weiß nicht, wie heißt die? Ektoplasma-Strahler? Ja, aber wie gesagt, sie müssen leider ausbleiben, aus lichttechnischen Gründen. Kommt da jetzt ein Blitz raus? Oh, direkt mal 5 Stück oder so, mal zu Hause mal gucken. Geisterjäger in Aktion! Ja, Fotos, will ich auch Fotos drauf, die sie nicht haben. Ja, ich kann auch noch mehr machen. Schön, dass die Fenster alle eins haben. Nein, nein, ich hab da hinten keine. Ja, Leute, ich habe einen Rücken. Schön, ne? Ja. Es ist schwerer, als es eigentlich aussieht. Also, ja. Wenn du damit den ganzen Tag rumlaufen musst, also Respekt, ey. Dann sagt der Rückenarzt direkt, voila. Ja. Bau, was ist mit euch? Kann man euch mieten oder macht ihr so Veranstaltungen oder was? Wir machen alles. Auf Kindergeburtstag oder so, wenn ich jetzt sage, ja, hier. Aber ich fühle es nur 5 Jahre. Habt ihr so eine Webseite oder was? Ja, das ist unser Stand. Wir sind von We Are Ghostbusters in Germany. Wir machen Charity-Events. Guck mal, das ist die Pfeile, wo wir hin. Ja, ich bin gleich. Ja, es war cool. Habt ihr eine Webseite finde ich da. Ja, genau, cool. Also findet uns bei Facebook, auf Instagram. Und kann man bei euch Mitglied werden noch? Oder kein Problem, nein. Also ist das sowieso ein Club. Also du so. Oh, das war mein Button. Oh. Also Button ist so wie Schützenverein, da sagt einer, ach, ich gehe lieber in den Großschützenverein. Jeder kann gerne mitmachen hier. Wir haben keine besonders harten Kriterien, sag ich jetzt mal einfach. Was wir möchten, das ist, dass die Leute dann eben sich einen Fliegerkombi besorgen. Achso, den kann man bei euch dann aber kriegen. Oder wie? Die kriegst du in jedem gut sortierten Bundeswehrshop. Das sind US-Flieger. Also diese Anschiebe muss man sich selber bauen. Das ist eigentlich nicht besonders viel. Aber ihr gibt da Hilfestellungen und sagt da. Wir geben Hilfestellungen. Diese Pistolengürtel, die kriegst du schon relativ günstig. Und, aber man kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt Ghostbusters-Fan und ich trete dabei und dann kann man sich da wie so ein Verein, wie so ein Club vorstellen, wo man nochmal treffen. Genau, ja, jetzt hier auf die Events gehen wir dann hin und also jeder, der die Ghostbusters liebt, der ist bei uns immer willkommen. Also wir kommen dann auch umsonst rein, zum Beispiel bei so Events. Hä? Ist doch mal was. Ja. Aber jetzt nicht nur kommen, weil ihr umsonst was haben wollt. Es ist auch im Aufbau hier alles, hängt auch zusammen, ne? Da geht viel Freizeit drauf und also wir verlangen auch schon, dass die Mitglieder dann helfen, den Stand aufzubauen, abzubauen. Also nicht nur hier Mitglied und die schöne Sonnenseite. Ja, das ist halt wie ein Verein, da müsst ihr mal einen Kessel schrubben, oder? Es ist auch harte Arbeit, das stimmt. Ja, besonders als Neuer ist man ja erstmal Azubi oder so, nehmen wir an.
Bei uns nein. Du bist direkt genauso ein Mitglied, wie wenn du jetzt hier schon ein Proton Pack holst oder sonstige Sachen. Und wo seid ihr jetzt? Ganz Deutschland oder nur hier NRW? Also tatsächlich kommen wir alle fast aus derselben Stadt. Wir kommen also alle eigentlich aus Neuss. Aber wir haben auch andere Mitglieder, die auch ein bisschen weiter herkommen. Und es kann jeder mitmachen. Jeder, ja, der sagt, cool. So, hey cool, das sind die Geistliga, ich möchte mal gerne mit denen so ein Event machen, der kann. Also seid ihr noch morgen? Wir sind auch noch morgen hier. Also wenn ihr morgen sind, die anderen hier. Stream-Element nervt. Ja. Also genau. Könnt ihr morgen auch noch hier vorbeikommen, könnt ihr mit ihm quatschen, wenn ihr euch das interessiert. Genau, richtig. Und ja, wenn ihr da, könnt ihr auf Facebook ja wahrscheinlich mal, da steht ja da mehr Infos noch, wenn genau, ihr dabei treten wollt. Echt coole Sache. Und guck mal nochmal in den Stand. Gerne, kein Problem. Von Fans für Fans. Also wie gesagt, ihr könnt da beitreten. Facebook, We Are Ghostbusters. Instagram, We Are Ghostbusters. Wenn euch das interessiert. Ja, Mann, jetzt geht's hier ab, ey. Ist da was drin, oder? Ist da was drin, oder ist es ungefährlich? Nur leicht radioaktive Strahlung, also. Nur leicht radioaktiv, Leute? Ja. Nur leicht. Irgendwie liegt das an Tschernobyl, denke ich, aber naja. Du kannst auch hier frische Schleimproben, die wir aus der Turbinenhalle heute Morgen entnommen haben. Oh, die haben wir schon gesäubert. Ey, wollen wir kein Ghost-Radio mehr machen, Jerry? Weil hier werden wir keine Geister mehr finden. Nein, tut mir leid. Wir haben den Kollegen die Arbeit schon weggenommen. Schade. Wir wollten eigentlich noch eine Chance haben. Was ist das hier? Ist das hier das Necromantium? Da ist sogar hier Spirit Guide. Leute. Was ist das hier? Wird hier eine Beschwörung gemacht oder was? Ist hier irgendwelche illegale Aktivitäten mit Kindern? Werden die Kinder geopfert oder was? Ja. Wie ja? Wir versuchen es eigentlich zu verhindern. Ist das Kind besessen? Dass Kinder hier besessen werden und. Ja, da liegt doch ein Kind auf dem komischen Altar mit Kerzen. Also ja, aber wir haben Vigo tatsächlich im Griff und es kann nichts passieren. Also, ach so, das ist der Mann auf dem Bild dahinter ist in diesem Kind gefangen. Er will in dieses Kind rein, eher gesagt. Also er will in das Kind rein. Aber wir verhindern das. Okay, und dazu muss man dann einen Schutzkreis aus Kerzen. Ja, natürlich. Ich dachte, ein Salzkreis hilft. Nein, tatsächlich sind Kerzen besser. Ein Gruppenfoto. Also Leute, ihr merkt, die sind richtig cool drauf. Die kommen aus Neuss auch. Wenn ihr Bock habt. Wir sind auch öfters mal in der Innenstadt unterwegs. Steht einfach so ein Zauberzirkel, ich fass das nicht. Oh cool, ich hab sogar Geschenke bekommen. Ja, kann ich mir den anstecken? Ja. Jetzt nur nicht den Nippel. Es gibt so ein Video, wo einer so ein Teil durch den Nippel haut. So, ich bin jetzt auch offizieller. Pack den lieber ein. Handgenäht. Handgenäht? Ja. Cookies? Und ist bei dir noch alles in Ordnung? Ich habe nur gerade einen 360 Grad Panorama auf sich gemacht. Alles gut. Achso. Das ist für mein Privatmaschinen. Okay. Ich dachte, es wäre ein Geistergerät, aber es ist nur eine Fotokamera. Nein, es war nur eine Kamera. Gar nicht mehr aufhören. Oh mein Gott!
wir könnten den bei Warlords Places gleich aufnehmen. Aber es ist doch nur ein halber Baseballschläger. Auf EMT gab es den ganzen. Ja, ich weiß. Ist trotzdem geil, ey. Oh, Mario sogar. Boah, 15 Euro, ey. Für so ein Portemonnaie. Was hier, Sons of Anarchy, oder? Jerry Dixon Becher. Call of Duty! Aber guck dir mal die Preise an, weißt du, da kriegst du nun mal so umsonst irgendwie so bei so Lootboxen oder. Kommentare aus, bitte. Ja, ich bin halt Realist hier. Wir nehmen gleich mal HLP auf, ey, warte mal ab. Guck mal hier, da, ja, hey, ja. Dreh ich mal um. Hier, The Walking Dead, da kannst du dich hier, bewerben als Sheriff, Hilfs-Sheriff. Oder als Zombie. Carol Jackson. Und? Deine Reacts, schmecken sie? Ja, guck doch mal, sind nicht mal viele da. Halt mal so 15. Flüchtig mal gesehen. Stehen wir schon auf Snack. Ja, ein Bild für die Götter. Walking Dead und Ghostbusters. Zusammen auf einem Foto. Und dahinter nur Resident Evil Honor. Leute, statt ein Bild für die Götter. Ja, Ghostbusters, Walking Dead, Resident Evil, alle hier zusammen. Wo ist die Mutter? Wo ist die Mutter? Guck mal da, David Dixon, zweimal auch schon. Den nächsten habe ich ja. Und was macht ihr? Ihr seid auch so ein Verein wie die Geisterjäger? So ein Verein seid ihr? Ja, wir sind auch. Verein ohne Verein. Aber da kann man sich auf Internet informieren. Kann man auch. Ja. Und ihr sucht neue Mitglieder. Nicht? Wir suchen keine. Aber gerne gefunden. Okay, und da kann man da wie so. Also die Ghostbusters hat mir gerade, die sind wie so ein Club, kann man sich das vorstellen. Wie so ein Verein halt, wo man dann ja, halt Vereinaktivitäten hat. Und so macht ihr auch. Wir sind auf Conventions und haben immer gerne Gäste dabei, die natürlich zu Walking Dead passen. Und das sollte ich mal mitbringen, so ein Zombie-Kostüm oder irgendwie, muss man da schon was haben? Was schon der weibliche Devil Dixon? Da haben wir zu wenig von. Keiner will Zombie sein. Keiner möchte Zombie sein. Aber jeder ist bei uns gerne. Okay, und da kann man sich auch im Internet informieren. Kann man, ja. Da liegt Schiff. Okay, zeigen wir auch mal ganz groß hier. The-Walking-Dead-Cosplay.com und Facebook auch nochmal. Wir haben ja auch schon Walking Dead Fanfiction gedreht. Oh, es gibt hier sogar Energy. Nein, Prosecco. Oh, Prosecco auch noch. Hier seht ihr ein paar Fotos irgendwie von den Clubmitgliedern. Genau. Und kann man euch jetzt auch buchen, wenn man sagt, so, was weiß ich, will einen Film drehen oder Kindergeburtstag oder was? Man kann immer mal anfragen. Wenn es passt und Zeit da ist, dann machen wir auch solche Kindergeburtstage. Ja, war jetzt nur, also, weiß ich, wenn man jetzt irgendwie eine Con hat oder was weiß ich auch planen. Du kannst ja mal sehen, wie viel das sind, ne? Oder sein Con. Das sind jetzt alle? Ja, wir sind immer so viel wie kommen. Also, wir haben einen festen Stamm von knapp 10 Leuten, aber. Und er ist übrigens echt. Jeder, der eine Con besucht, zu uns kommen, ist ein Teil da. Ja, heute sollten ja von Walking Dead welche hinkommen, aber irgendwie. Der Ding von Fear of the Walking Dead ist da. Der. Aber sonst, die haben ja alle abgesagt. Der ist ja auch noch, ihr wusst ja. Das habe ich auch geguckt. Okay. Fear of the Walking Dead? Dieser Spin-off aus Walking Dead da, dieser. Dieser Drogenabhängige. Ja. Besser als die 8., 9., 10. Leute, hört sich an. Hier, der Profi. Er ist meiner Meinung.
Weil ich stecke immer noch in der ersten Staffel fest. Nein, dieser Drogentyp da, dieser Jugendliche, der sich da diesen Morphium-Tropf da legt, der ist heute hier mit seiner Band. Yes. Ja, der ist nicht hier, sondern der ist heute Abend hier. Ja, aber der hat so eine Band, wie heißt die? Die kennt keiner, aber. Irgendwas mit Matilda. Aber die soll cool sein. Also die sollen richtig geil live, sollen die richtig gute Show liefern. Und hast schon so einen getroffen hier, so. Ja, hallo, natürlich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh. Wen denn? Ja. Der Pfaffe sollte heute kommen, aber. Oh, Leute. Oh mein Gott! Ach genau, das war noch von der Comic. Ach, guck mal hier! Ach, natürlich, ja. Ach, ja. Natürlich hier. Oh mein Gott! Vor circa ein Jahr. Ist jetzt aber das ist geil. Du bist ja großer Fan. Wolltest du mal ein Foto hier mit ihm? Oh, schön. Aber hier kann man auch coole Fotos machen. Oh, oh. Da kommt schon die Zombie-Alarm. Wer die Rocky Horror Picture Show kennt. Ach so. Magenta? Ja. Natürlich kenne ich Horror-Picture-Shows. Eugene Clark aus... Der rennt hier rum, den habe ich vorhin gesehen. Ja, genau. Aus Land of the Dead. Ein echter Romero-Zombie-Film noch. Ich denke mal, die meisten, die Walking Dead gucken, kennen die Romero-Filme. Also, richtig weil, geiler Darsteller, der auch im Kostüm und mit Maske mit Kontakt mit... Und der ist ja wirklich gut drauf so. Also, sehr gut drauf. Also, es gibt ja so welche, die dann so eingebildet sind. So von also wie gesagt, das war das zweite Foto. Man sieht den Angstblick von mir. Der ist also nicht gespielt. Der ist wirklich, also der packt gut zu. Das ist cool gewesen. Das hat sich wirklich gelohnt. Waren 55 Euro, aber die... gut. Wolltest du mal ein Foto mit ihm haben? Du bist doch Walking Dead Fan. Hier mit dem Sheriff. Nicht? Was denn? Die Arme, das weiß ich nicht. Muss einer von euch. Ich bin. Ach, guck mal hier, wir haben nur hier schon die passende. Guck mal, da ist auch Negan. Oh ja! Hast du? Ja. Okay. Tanzen du auch? Habt ihr eine gute Stelle ausgesucht? Weißt du, immer wenn ihr mich vorbei. Wolltest du auch? Walking Dead? Na komm. Danke. Ich krieg nachher die Abzüge, ne? Natürlich. Senk. Thanks. Hallo, Vorsicht! Oh, oh, Hilfe! Ein Zombie! Ja, Officer! Hier, direkt nach Schießen, bitte! Das ist eine Axt! Los, Kevin! So, wollen wir mal ein Stück weiter? Wollen wir mal gucken, was hier so ist? Funky Pop-Figuren! Also seht, die Leute sind hier echt locker drauf. Also ihr könnt die einfach nur ansprechen und sagen Hi. Also hier gibt es für Collectors, Sammler. Oh, zum Beispiel hier Aliens. Oh. Also hier 29 Euro, das ist sogar ein recht sozialer Preis. Finde ich, also da hinten. Sogar reden. Hallo! Weihnachten! Ja klar, wir laufen jetzt erstmal hier rum und dann. Uns geht das schon mal. Wir sind hier, naja, wir laufen jetzt hier immer in dem Tempo, wie wir hier vorher jetzt kommen. Nee, wir müssen rüber gleich. 15 Minuten vor Film. Er will nochmal rauchen. Ja. Wenn er dann funktioniert, der Film. Ja, aber. Ja, dann lass doch mal, ne? Ich meine, wenn ich überall eine halbe Stunde stehen bleibe.
guck mal hier, der ist schon verkauft. Da ist schon mal ein schöner Adventkranz. Machst du noch 4 Kerzen drauf? Grüße nach Aachen. Ja, ich geh einfach mal. Hier kann man sich schminken lassen, ein bisschen Make-up zulegen. Hier, Sonderangebote. Jedes Shirt 3 Euro. Greif zu. Oh, jede DVD 2 Euro. Da müssen wir gleich mal in Ruhe gucken. Jawohl! Mike! Also seht schon, hier ist auch schon, das sind auch schon wirklich tolle DVDs für 2 Euro. Also die sind nicht mal 70 Cent wert. 2 für 5? Ich wollte eigentlich so ein paar japanische Horrorfilme gucken, ob ich noch welche hier kriege. Ach, kennt ihr noch den hier? Absolutes Vorbild für mich, der kleine Dicke mit dem Superschlag. Witzigerweise war es von den Geräten, das war nicht das Aussehen. Also wenn ihr DVDs sucht, wenn ihr halt so eine kleine Minigun sucht, ich meine, und ihr habt mal gerade so 200 Euro im Portemonnaie, schießt die auch? Nee. Ach, schade. Es gibt ja so welche, schießen so kleine. Oh, guck mal hier, auf Final Fantasy. Die ist handgemacht. Handgemacht, also so für so Cosplay-Kostüme. Genau, boah, guck mal hier, ein Lichtschwert. Eines von diesen ganz teuren. Huhuhuhu. Und hier eine Bühlkiste. 5 Euro. Denk dran, morgen sind die auch noch hier. Ganz, ganz viel hier halt sogar noch. Yu-Gi-Oh! Karten. Oh, Master of the Universe. Oh, Leute. Oh, guck mal, Labyrinth sogar. Kennt ihr den noch? Ey, ich fasse es nicht. Eine Original-He-Man-Figur. Gary, ich will He-Man-Figur. Es ist nicht da. Also hier gibt es ziemlich viel ausgefallenes Zeug. Schalt mal wieder auf mich. Okay Leute, ich glaube, wenn ihr DVDs sucht, solltet ihr hier was finden. Wirklich ein Analplechers. Oh. Oh. Keine Ahnung, wer das ist. Ja.
Oh Leute, ich kann es gar nicht zeigen, das ist alles FSK-18. Krieg ich nachher einen Strike. Oh, da darf ich nicht zeigen. Penisse, Hilfe, Penisse! YouTube-Bahn incoming. Oh, Entschuldigung. Also wirklich, steht da einfach so ein Penis. Wir gehen mal in die penisfreie Zone. Oh Leute, so viel DVDs. Ich muss auch Zeit haben. Guck mal hier, Steelbooks. Blu-rays gibt es natürlich auch. Da eine Kettensäge, Leute. Schnell zugreifen. Aber die brummt nicht. Oh. Der Hund ist voll cool. Das ist sogar mit Figur. Was? Der Hund ist cool. Bin auch gut. Ab soll es hier schön und das Wies und dann da wieder. Ja, dann ist Anker ab 21 immer. Ab 21 darf ich nicht zeigen, ey. Ja, sicher. Ey, hör mal, YouTube ist da hart, ey. Eben da hinten hatte da so einen Penis auf dem Tisch, ey. So ganze Film so unvorbereitet, auf einmal steht da so ein Penis, ey. Jetzt habe ich Penis gesagt. So, jetzt könnt ihr mich alles striken. So gehen die echten Sammler mit ihren DVDs um. Streicheln. Ja. Und alles. Ja. Liebkosen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo der Rest vom Team ist. Alles supi, alles gut. Ah gut, hier ist jetzt natürlich für DVD-Freaks, also für so Sammler und so. Okay, ich habe da gerade einen kennengelernt, die hat schon gesagt, schöner Hut. Ach so, ja, danke. Erkennen uns. Ach so, nicht filmen, okay. Nee, ich filme mich. Also. Ja, ich war aber gerade drauf. Okay. Bitte schneiden. Er ist live. Geht nicht. Aber ich filme mich, also ich filme jetzt nach hier. Hat keiner gesehen. Wo ist Manu? Wir stehen da noch, wir müssen da gar nicht kaufen. Weil wir müssen nämlich langsam. Hat viel Spaß noch. Unseren Film. Da ist er. Alles klar. Wir können ja gleich nochmal, wir kommen bestimmt gleich nochmal. Nicht nur. Kann ich dir jetzt gar nicht erzählen. Hi, wie geht's? Ja, freut sich auch schon. Oh, Hilfe, was kommt hier von vorne? Borderlands ist ausgebrochen. Uhu. Zähl ich dir zu Hause in Ruhe, weil live geht das nicht. Okay. Auf der öffentlichen Veranstaltung kann man noch nicht sagen, ich möchte nicht gefilmt werden. Weil nee, man kennt die Person. Ja, mach mal zu Hause. Okay. Mal live geht das nicht. Wer auch immer. Ether wahrscheinlich. Ich habe auch Rücken, also ich muss langsam auch mal sitzen. Ja.
kann ich auch noch rauchen. Sie sind ja auch gut bewacht hier von der Umbrella Corporation. Die ist immer da. Ja, du kannst ja mal übernehmen. Ach, ich? Ja, kannst du ja mal was sagen. Was soll ich denn? Oh, ich will mich nicht selber filmen. Muss ich mich selber filmen? Hallo! Cooler Hund, Mike. Achso, ja, trinken. Ich habe nur zwei Arme. Und jetzt? Tentakel! Cooler Hund, Mike. Ja, der Hund ist cool, ne? Ich feier den auch. Da geht's auch, und dann stand, steht auf einmal so ein Penis zwischen den DVDs, weißt du? Vielen Dank, ey. YouTube wird mich hassen dafür. Oh, ich dreh das mal um, ne? Du filmst so ganz unsigniert so. Guck mal, ja, hier die DVDs. Uns. Oh, danke. Strikes. Na du, alles schick, ja. Ich bin aufgeregt. Unser Film wird gleich präsentiert. Hoffe, ich geht der Ton jetzt. Erstmal alle am Dampfen. Ah, Stresspegel runterdrücken. Ach, sitzt nicht so gut wie da bei der auch. Das ist doch von Donner. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man da hingehen fragen, weil wenn da jetzt kein Tun ist, dann können wir. Ja, sehen wir ja gleich. Brauchen wir gar nicht hingehen. Ja. Da wird doch keiner sein dann. Guck mal, da oben verläuft sich eh schon keiner. Den Film, da muss er uns privat anschreiben, wenn du den haben willst. Oder hier hinkommen, ich hab echt dabei. Oder hier hinkommen. Kaufen. Achso, darf ich nicht zeigen. Darf ich auch nicht zeigen. Nee, der will den anderen haben. Den Angst. Ich darf dieses, ich darf das nur so zeigen, ansonsten ist alles verboten. So hart verboten. Nein, Angst den haben wir nicht. Das ist doch hier umsonst. Musst du uns eine Privatnachricht schicken? Haben wir auch dabei. Ja. Alles dabei. Ich darf vielleicht. Hexenwerk ist noch nicht fertig. Da müssen wir leider auf nächstes Jahr verschieben. Da gab es Trouble. Und wir müssen noch viel mehr aufhören. Wir haben ein Projekt, das wächst uns über den Kopf im Moment. Bis jetzt noch nichts. Also wir haben das Projekt ganz klein angefangen, wollten halt in einem Tag drehen, aber im Moment ist das Projekt uns einfach, also wir wollen immer mehr reinbauen, immer mehr machen und so. Und dann wird das ja, wie gesagt, wenn du irgendwie Bock auf einen hast, dann schreib den Mike am besten an oder mich, ist egal, auf Instagram, bei Angst kriegst du noch eine Horrorless Places Taschenlampe. Hallo! Die ist echt, das ist ja. Kein die ist unheimlich hell. Die ist echt richtig hell, also natürlich jetzt kann man halt nicht sehen, aber nachts hat mir das schon oft geholfen. Wenn jetzt die bringt Licht ins Dunkel. Also die ist echt hell. Also ich habe mir die nicht so hell vorgestellt. Das ist wirklich wie so eine Taschenlampe. Also wir haben 20 nach. Ah, mein Gott. Schön. Die werden ja sowieso alle Verspätung haben. Na, im hätten wir jetzt mal die Technik. Ja, besonders die Technik fehlt. Grüße gehen raus an die Technik. Wie wollen die denn jetzt einen Preis verleihen, wenn die Hälfte der Filme keinen Ton hat? Das ist ja total unfair. Ja, natürlich. Wenn er dann morgen geht, dann haben wir die Langfilme. Also wenn die dann nicht schon längst die Filme so. Schön, dann schreibt aber auch mal zurück. Ja, wir kriegen sehr viele Nachrichten am Tag. Wir können die nicht alle beantworten. Also da tut uns echt leid, weil wir haben noch ein Leben neben HLP. Ne? Was? Da kann es natürlich sein, dass es mal ein bisschen länger dauert. Kommt auf eure Frage an. Und kommt auf eure Fragen an. Wenn natürlich so komische Fragen sind, ich habe einen Geist in der Blume. Ich habe Adolf Hitler im Keller, diese Fragen beantworten wir nicht. Da gehen wir nicht drauf ein. Ja, irgend so ein Hitlergeist haben die im Keller. Nee. Achso, auch gesperrt auf YouTube. Ach komm, wir löschen Dreck. Hat alles keinen Sinn mehr.
Penisse, Horror, FSK 18, jetzt noch Hitler. Da ist ja ein Film, da sind Zombie, Hitlers, Zombie, Außerirdische. Ich weiß nicht, alles zusammen, ja. Den Film wollte ich gerne sehen. Da will irgendwie so ein Typ so eine Wohnung mieten, dann sitzt da so ein Typ so in so einer SS-Uniform. Oh, Staubbaum! Haben Sie einen Staubbaum? Ja gut, die kriegen die Wohnung. Und dann kommt da so eine Hinterpuppe, so in Lebensgröße, irgendwie so eine Darstellerin. Und der Typ meuchelt die oder so irgendwie, was weiß ich, ey, total abgedrehtes, also das ist mal ein Film. So, auf so Ideen muss man mal kommen. Ich habe nur diesen Trailer gesehen auf YouTube schon. Das ist schon eine coole Sache, ey. Dr. Alex Stolz Stab. Dieser Doktor, der von deutschen Flugscheiben überzeugt war. Der hat ja echt daran geglaubt. Habebuch 1 oder wie die deutsche Flugscheibe. Chat sagt nichts mehr. Was warst du da? Sagen alle, das ist Reddest Term. Reddest. Zu Deutsch Kaugummi. Ja, dann bist du. Ja, dann. Tja, ich weiß jetzt eh nicht, wie. Einer der TV-Rollen ist auch. Stimmt der mit ihm? Hat der schon mal Fuß so gesichert? Ja, schön. Eins wollt ihr bestimmt auch haben, ne? Weil Freddy ist ja drauf. Ne? Kannst du auch. Guck mal, hier, Freddy, Filmplakat. Kann man nun gerne. Ja, danke schön, Bier. Gucken wir mal, ne? Wir müssen ja dann verschenken oder verlost oder so. Ihr könnt ein Poster gewinnen. Ihr könnt ein Poster kaufen. Nein. Wir nehmen euch wohl gleich mit. Ne? Wir wohnen ja in der gleichen Ecke. Naja, brauchst ja nur sagen. War auch so gar nicht geplant. Wollte mein Vetter uns fahren. Nee, ist doch besser, aber wir sind eh hier. Kann er sich den Weg sparen? Kannst du meinen Chef wieder halten? Ohne Gimbal. Haha, wie er aussieht. Lustig. Ja, lustig. Lustig, lustig, tralala. Ich finde, die sehen gut aus. Gleich wird's ernst. Unser Film läuft. Leute, ich habe Angst vor dem Buhrufen. Wie geht es euch? Wir sind hier auf der Holzer Horror Convention in Oberhausen. Die ist auch noch morgen. Ihr könnt morgen auch noch hier. Und hier läuft heute unser Film. Da. Die Kette bringt ihr Glück, Clary. Ist denn der Stream? Läuft der jetzt gut von der Quali? Oh, wir haben noch 63% Akku. Echt Hammer. Wir sind doch bestimmt schon eine Stunde dran, oder? Wir waren doch schon bei The Walking Dead am Stand und ich durfte so einen Ghostbusters, so einen Rucksack tragen. Protonenpack. Also ihr könnt Mitglied werden bei The Walking Dead und wenn euch das, aber auch nur, wenn euch das wirklich interessiert. Weil die suchen schon Leute, die da auch ja, sich beteiligen und so und auch sich einbringen. Ne? Also jetzt da nur. Ist eine Art Messe. Was ist das hier? Ja, so eine Convention. Also hier sind Darsteller von verschiedenen Horrorfilmen. Hier ist eine DVD-Börse. Da, wie hinter uns ist von Resident Evil laufen hier welche rum, von Ghostbusters, von Walking Dead. Ja, Holospaces läuft hier rum. Genau, man kann hier Fotos mit den Stars machen, sich Autogramme holen, Panels angucken, Q&As. Ich bin so weiß. Nein, wegen Zensierbalken, so. Wegen hinter dir, weil sonst kommt nachher wieder einer. Vorsicht, Schatz. Oh Leute, das müsst ihr sehen.
Was sagt ihr denn dazu? Das ist doch mal richtig hammergeil, krass, oder? Gehört ihr zu euch zum Gruselabyrinth, oder? Ja. Ihr könnt ihr direkt auch. Ihr könnt Was ist das? Ist das irgendwie so ein Film? Reisekoffer auch dabei, wer weiß, was da drin ist. Vielleicht sind da Leichenteile drin oder so. Oh, es sieht so ein bisschen aus so wie World of Warcraft. Die haben auch so Kerzen und so, weißt du, diese T-Sets, ne? Ja, wir müssen langsam, ne? Auf den Kampf. Also bin ich muss den ganzen Tag die Kamera. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen, aber wir sind ja jetzt live. Ich dachte, wenn das nicht live geht, machen wir ein Video, aber... Oh Leute, was ist das? Da ist irgendwie so ein Tablett mit einem weiblichen Körper drin. Da oben. Oder was ist das? Das ist eine Hand. Eine Hand. Stimmt. Oh nein, der hat Zigaretten in einer goldenen Schatulle. Stimmt, du hast recht, das sieht wirklich aus wie ein weiblicher Körper. Letzten Surfern noch für die Eltern im Norden. Wie geht das hier aus? So? Jetzt läuft wohl ein Saft. Jetzt gehen wir in die zweite Halle. Hier sind die Stars. Ein T-Shirt. Da hinten ist sogar eine Arcade-Ecke. Da könnt ihr kostenlos Flipper-Automaten und so weiter spielen. Ihr seid 55 oder 20, ne? 35. In 10 Minuten. Ja, jetzt funktioniert das. Ton geht, Leute. Eskalation. Ja. Da, Dead End. Darüber sind wir hier. Was ist denn jetzt? Müssen wir den Film ankündigen oder was? Klar, ich will zumindest meinen Film selber gucken. Ich bin mein größter Fan. Ich kann nichts sehen, gerade. Wann seid ihr dran? Also Leute am Gucken, vielleicht sollten wir mal. Thank you.
Nazi, Killerhaie, Zombies. Oh, Zombies, Hilfe, nein. Ich denke mal, es ist extra so ein bisschen B-Movie. Splatter. Oh, Hakenkreuze. Ich werde von YouTube gebannt, ey. Hm? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Was denn? Ich weiß gar nicht, was das gerade hier abgeht. War das jetzt gerade ein Trailer oder was? Nein. Das war einer von den Filmen? Ja. Alter, wie willst du denn dagegen gewinnen, ey? Die haben ein Flugzeug als Drehort, ey. Und Computereffekte und so ein Scheiß. Ich dachte, das wäre so Amateurwettbewerb. Hey, hier ist jetzt frei, Leute. Oh ja, cool. Ja, ja, ist jetzt Platz. Ich muss mich erstmal setzen. Danke. Danke schön. Ich weiß nicht, wo war das? Keine Ahnung. Nicht wegen uns hier. Also. Ja, gegen den Film immer können wir sowieso, können wir dafür da gehen. Da waren Hitler-Fladen in dem Film, mein Gott. YouTube wird mich so, ey, Alter, wir haben 3 Monate Sims-Serie, ich schwöre. Mach nur aus. Penisse, Hakenkreuze, heute ist alles. Egal, jetzt kommen wir. Oder auch nicht, oder ja. Ich werde überhaupt nichts ankündigen hier. Die werden ja wahrscheinlich jetzt eh alles verschoben haben, weil ihr Ton ja eh nicht ging. Also. Das sind von einem anderen Kurzfilm. Die Cutter und Regisseur, ne, glaube ich. Oder? Ja.
fahre gleich nach Hause. Ja, ich gehe da vorne nicht, dann kannst du dich gleich hinstellen. Fangen wir jetzt ja an, dann kommen jetzt erstmal alle, oder was? Nein. Ja, wann kommen wir denn? Wäre doch mal interessant zu wissen. Er hat gesagt gleich. Ja, gleich ist lustig. Stimmzettel. Oh, jetzt mache ich gerade Licht aus. Danke. Ja, ich sehe nichts, also ich muss mal zum Augenarzt gehört. Für mich da, ja. Weiter. Ja, eine Stimme für uns abgeben. Das ist einfach unser erster Film, wir haben nicht viel Kohle. Also das wird alle sagen. Manu geht nach vorne. Chat, wir sollen nach vorne gehen. Stimmt ab. Schon wieder technische Probleme. Ja, das ist jetzt lustig, weil jetzt sind das alles verschiedene Formate und so, weißt du, weil die haben ja alle in den Kurzfilmen der eine Movie, der andere MP4, der andere DVD. Gary und Manu sollen vor der Set entscheiden. Ja, machen wir das. Manu, sprich, ich bin nur der Beistand. Also muss ja jeder mal nach vorne von der. Die können sich ja nicht ankacken und so, die müssen ja alle mal nach vorne. Also jeder muss hin. Singen sollen wir. Ja, wenn alle in der Schule. Ja, das ist ein Kurzfilm mit Jerry. Ja, toll, unser geht über eine halbe Stunde. Toll, jetzt können wir gar nicht voten. Doch, ich habe einen Lippenstift, aber den gebe ich bestimmt nicht ab. Ja, wir verteilen einfach keine Stifte. So. So, nicht? Wir klauen alle Stifte, dann können wir nur Stimmen machen. Jetzt mein Kreuz und Kreis und ja, hier macht sie mich direkt auch. Sonst muss man nicht mal einen Namen draufschreiben, da könnten wir jetzt 5000 nehmen und einfach Angst alle ankreuzen. Wo müssen wir die abgeben? Wir müssen dann irgendeinen machen, den wir nicht kennen. Weiß ich nicht, bei der Technik oder. Noch ein Bann, noch ein Strike, ist nicht, dann kommen 3 Monate Streamverbot. Leute, spendet nochmal, wir werden wahrscheinlich 3 Monate nicht mehr online. Entschuldigung, Leute, ist ja, man soll ja auch da vorne sitzen, nicht hier hinten.
Boah, aber unser Film auf so einer Leinwand gleich. Oh. Zum Glück spiele ich nicht mit. Ja, ganz am Ende. Vorführeffekt nennt man das, nennt man Lampenfieber, nennt man gerade, was wir haben. Wir sind ja gleich dran, unser Film. Wir müssen ja noch warten, bis unser Film kommt. Es ist so, wenn man im Kino sitzt und die ganze Zeit sitzt neben einem, bla 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 bla. Schönen Gruß, Katrin W. Gleich ist unser Film dran. Leute, die sitzen da ganz vorne. Wir sind hier auf der Hauser Vorauscon und hier kommen unser Kurzfilm wird hier gezeigt. Und wir warten, wir sind glaube ich als nächstes dran. Hi Black Rose. Hi, wir haben ein bisschen Lampenfieber, aber wir sind wahrscheinlich der nächste Film und wir müssen den vorstellen. Das ist schon ganz recht voll, würde ich mal sagen.
Da sind die zwei, die den gemacht haben. Die interessieren sich für die Filme. Ich weiß, ob ich sehe, nichts im Dunkeln. Aber was war denn daran? Ich dachte, das muss ein Horrorfilm sein oder so. War der Horror, dass er sie umgebracht hat. Okay. Ihr schafft das schon, ja. Drückt uns die Daumen. Oh, jetzt kommt direkt der Nächste los. Wir sind gleich die Nächsten, falls ihr noch nicht mitgekriegt habt. Die wollen auch die Horrorfilme gucken. Ne? Das ist natürlich das Beste, wenn du der Erste bist, dann müssen alle gucken. Wenn der Letzte bist du allein. Die wollen auch Angst sehen. Haben wir Leute vom Film Angst hier vor Ort? Ja. Perfekt. Wollt ihr auch was zu eurem Werk erzählen? Ja. Ja. Ja, das war nach vorne, ne? Oder wie? Wir haben einen Kurzfilm Angst gemacht, das ist unser erster Film. Oh, nee, guck nicht. Was sowas wie Film angeht, komplett genrefremd. Also wir sind eigentlich Leute, die Lost Places besuchen, beziehungsweise da ist der Jägersinn, kann man sagen. Ja. Und das jetzt komplett Neuland für uns war, einfach mal einen Kurzfilm zu drehen. Ja, und natürlich wenig Geld und versucht, aber mit ganz viel Herzblut dabei. Ja. Und in der Location, die es jetzt gar nicht mehr gibt, denn genau. Der Lost Place, wo der Film gedreht worden ist, ist danach abgerissen worden. Ja. Das ist die Eisen- und Schlegelsiedlung in Gladbeck. Und wir haben den Film an drei Wochenenden gedreht. Genau. Also auch nicht viel Zeit. Unter erschwerten Umständen immer wieder geguckt, oh Gott, hoffentlich kommt die Polizei nicht oder es ruft uns jemand mehr. Ja. Und wir haben jetzt auch schon die zweite DVD draußen und den dritten Film, den drehen wir jetzt gerade. Genau, deswegen das ist alles ein bisschen neu. Genau, unser erster Werk. Ja. Und unser YouTube-Kanal ist Horror Lost Places, könnt ihr abonnieren. Oder mal reingucken. Wir haben 13.000 Abos, mal so nebenbei. Gut. Genau. Viel Spaß. Okay. Und wie waren wir? Haben wir es gut gemacht, Leute? Jetzt geht er gar nicht zum Abspielen. Mal. Ich sag mal,
Die gehauen schon alle ab. Da eigentlich unseren Kanal offen? Hast du da unseren Kanal offen? Oder ist das irgendwie random? Sorry, Lost Places. Aber guck mal, kannst du auch mit dem Handy Kinofilme drehen, da sieht man jetzt gar nicht so. Ich hoch 3. Das ist unser Film, der gerade läuft auf der House of Horrors Convention. Keinen Ton müssen, Leute. Vielen Dank, Tanja.
Weihnachten gibt es dann den Gimbal für die Kamera. Einfach einen Monitor oder einen Fernseher. Es kommt viel besser auf alleine. Ich glaube, wir brauchen so einen Beamer. Ne? Ja. Ich glaube, die gibt es schon für 200, 300 oder so. Das ist auch die Größe, die wir haben. Willst du mit mir drogen? Dieser perfekte Schnitt. Und Leute, was sagt ihr? Die härtesten Kritiker im Internet. Die Leute verlassen den Saal. Es geht darum, dass wir YouTuber sind und heute wird unser Film hier im Kino gezeigt und da kann man eine Stimme abgeben. Wir sind auf der Horse of Horror Convention. Wäre auch schön, wenn Bier oder so immer jedem Neuen das erklären würde und Preuß hat immer sagen. Das ist auf der Horse of Horror Convention in Oberhausen. Film, mein Gott. Das ist bei so Filmen ja immer, wenn man seinen ersten sieht, dann denkt man immer, mein Gott, was haben wir das damals so scheiße gemacht und das haben wir doch echt gemacht so. Weißt du, weil du machst das ja später ganz anders und du lernst ja aus deinen Fehlern so, weißt du. Schon wieder so ein Hardcut, weißt du? Oh nein! Oh Leute, Blut! Wir werden gesperrt von YouTube.
ich da den Film rückwärts laufen lassen habe. Der Film ist nicht auf YouTube, den könnt ihr aber kaufen. Beste Killer, ey. 2019. Ihr unterstützt mit dem Kauf des Films dann wieder neue Filme, weil das Geld fließt dann in neue Produktionen. Ausrüstung und so weiter. Ist natürlich klar, dass man als ersten Film jetzt keine Hollywood-Produktion macht. Kurz deine Mäuse den Stream aus, damit er noch. Weil uns wissen ja dann das Ende und so, das ist ja dumm. Film ich noch nicht beim Gucken. Illegale Kopieren hier Stream. Ganz geschauspielert. Sieht ein bisschen aus wie Drachenlord. Die Heter bringen den Müll mit. Der ist nicht von mir. Jerry da guckt. Ich
Der Lost Place gibt's nicht mehr, der wurde abgerissen. Das sind die letzten Aufnahmen. Genau. Der ist gelangweilt, er guckt schon auf sein Handy. Live-Reaction. Dieser Blick. Royal Three. Die Royal Three Musik.
Sprache nicht gekämmt. 3 Minuspunkte. So. Sie haben viel zu wenig getrunken, die Leute hier. Adi. Dann Kasten Bier geht dann voll ab. Und trägt viel an. Absolut kein Film, muss ich sagen. Weißt du gar nicht, sterbe ich eigentlich auch? Weißt du gar nicht, wie das ist? Bei dir ist es ungeklärt. Ungeklärt, ja. Wo soll ich landen? Geh mal einfach da. Geh mal einfach irgendwo hin. Leuchte mal von vorne. Oh oh. Da quant die Maske. Ich sehe den natürlich nicht. Das ist der Stoff, aus dem gute Filme sind. Diese Nicht-Logik. Spring aus dem Fenster. In Horrorfilmen springen die nie aus dem Fenster. Da ist die Drohne abgeschmiert. Wer ist denn wahr?
Und das Geile ist, da kam dann so ein Penner, der zur Flasche ist. Ja. Können Sie mal bitte aus dem Bild, wir drehen hier einen Film. Ja, das ist halt eh Ende. Jetzt kommt noch was anderes. Komm, ey. Paddy und Killer. Wir haben es geschafft, wir finden ihn im Film. Wo gibt es noch zu kaufen? Wann holen wir jetzt auf, Bruder? Hey, das wird noch rausgelöst, Mario. Also wenn wir gewinnen, ey, hallo? Die sind noch unausgefüllt, oder ja, was? Die sind noch unausgefüllt. Willst du da einfach irgendwo hin? Ne? Sache, jawohl. Sollen wir erstmal rauchen? Ja. Oder wollt ihr das jetzt gucken? Wollt ihr das jetzt gucken? Nicht mehr. Habe ich denn jetzt alles? Immer als wenn ich irgendwo was vergessen hätte. Das sieht ja gleich mal aus, ne? Okay. Warum? Leute, das war's. Der Film. Boah, sind hier riesen Stufen. Uhr oder was? Ja.
dann irgendwas hinkriegen würden. Die kriegen ja nicht mal ihre Technik. Ja. Vielen Dank, Sandra. Da sind die Stars. Kann ich mir mal zeigen. Da sind die Stars. Als wenn die da irgendwas geregelt kriegen, von wegen Auswahl und so. Die kriegen ja nicht mal den Ton hin. Ja, dann kannst du ja gerne hingehen. Ich warte im Auto. Mein Gott. Oder sehen die auf der Kleid drin? Hi! Braucht einer von euch noch hier irgendwie Messer oder so? Für den Purge? Eine Machete oder so? Oder hier so eine schöne Uhr? Zum Beispiel für die Oma zum Muttertag oder so. Freut die sich bestimmt. Was ist draußen? Oh, was meinst du jetzt? Oh Leute, was ist das? Außer Voraus Convention, heute und morgen. In Oberhausen. Mhm. 33%. Huawei. Huawei? Huawei? Huawei. Hühnerei. Das wird auch lecker. Huawei. So Leute, was seht ihr denn? Was ist so still geworden? Sind die alle eingeschlafen? Da hatte ich auch schon. Da hatte ich irgendwo mal leicht geguckt. Einfach nur spontan. Diese Schnittfehler, ne? Aber ja, erster Film. Wir haben ja gesagt, durch den Geldfinger ziehen wir da. Wir haben jetzt auch schon die zweite DVD, dritte DVD, vierte, fünfte, sechste, siebte. Wie Halloween, es hat. Ja, eben. Ne, es ist ja ein Amateurwettbewerb. Also die anderen Filme sind ja auch nicht groß. Ja, der war ja irgendwie gar kein Horrorfilm oder so, war ja irgendwie. Bia hat zugeguckt und fand spannend. So. Was Bia sagt, das ist das Gesetz. Die eine da, die uns angequasselt hat, vielleicht stimmt die auch noch für Angst. Bestimmt nicht. Die wollte, dass wir für ihren Stimmen abgeben. Nein, sie hat mich selber einen Film vorgezogen. Sie war ein Halb-P-Fan, deswegen uns. Halb-P-Fan? Ja. Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Du hast ja auch schon nur ganz kurz aufgetaucht. Ich saß da eben. Ja, die kam im Halbdunkel. Ja, hätte ich mal was gesagt? Wenn wir die nochmal sehen, ich weiß jetzt nicht, wie die aussah. Ich konnte da echt super schlecht sehen in den Lungen. Mir fällt echt nichts mehr ein. Macht weiter so. Danke, Maike Wolf. Wenn wir die gleich nochmal sehen, dann sagt er Bescheid. Dann kriegst du ein Foto oder ein Poster. Oder ja, soll ich jetzt wissen, wie die aussah? Ich wollte gerade sagen, die ist da nur reingerutscht. Ich hab... Es war dunkel. Und es war dunkel. Ja, schade. Also wenn du gerade diesen Livestream guckst und du bist jetzt gerade hier, um uns zu treffen, komm noch mal vorbei, sprech du uns an. Wir sind jetzt auch cool. Dann kriegst du ja auch Aufkleber und Autogramme, Poster, egal. Ich habe auch Taschenlampen. Kriegst du ja die Taschenlampe. Dann können wir euch sehen im Dunkeln. Ich habe
Das ist da so unorganisiert, die werden das eh nicht hinkriegen. Meinst du nicht, das ist eh schon, wer den kriegt oder was? Nein. Genauso, die haben drei Preise und beim dritten hat einer gefragt, wer kriegt denn den dritten? Und da meint er, ja, ist auch schon klar. Ja, ich hab fast schon das Gefühl, dass es wieder dieses Vitamin D ist. Der eine kennt den, der andere kennt den. Da kommt ja noch ein Film gegen Mobbing von Behinderten oder so, irgendwie so ein... Ja, das ist aber klar, wer gewinnt. Ich glaube, der kriegt den dritten Preis. Ja, das ist doch schon klar. Ja, hab ich auch direkt als erstes gesagt. Allein schon in den Titel, ja. Zu weit weg, ja, darum haben wir auch für Streamen mal, ja. Was wir erleben, erlebt ihr ja auch. Ja. 100 Millionen Punkte von Tanja. Ey, dabei sein ist alles. Was willst du übrigens mit so einem Ding dann? Ja, das bringt mich raus. Dich würde ich mehr wünschen, weil du halt die ganze Arbeit gemacht hast. Für mich ist, wenn die Fans schreiben, alle, der Film war super und das reicht mir. Ja, besser als wenn du einen Film machst und keine Sau findet den toll, oder? Außerdem tun wir ja auch immer viele Goodies bei den DVDs dabei, der neue... Die neue DVD hat eine Taschenlampe dabei, die vorher hatte Autogrammkarten, Aufkleber dabei. Also wir packen hier immer reichlich voll. Und dann für 15 Euro verkauft man die DVDs und dann ist der Versand schon inklusive. Dann müsst ihr nochmal 1,60 Euro abbrechen für den Versand. Plus die Versandtasche, DVD, Hülle und so, das sind ja auch alles Kosten, Druckerkosten und so. Also machen wir vielleicht einen Zehner, dass wir einen Zehner Gewinn machen an der DVD. Also man macht es ja eher zur Liebe, es zu machen, so. Ne? Anstatt um da als reich, man wird davon nicht reich. 11 von 10 Punkten. Top, sehr schön. Man wird davon nur reich an Vitamin C. Na guck mal, da sind welche aus Wien extra angereist. Ja, aber überleg mal, so Probleme sind die wieder abgehauen. Da wäre ich aber auch, ich wäre ziemlich angepisst, wenn ich aus Wien hier hinkomme und dann kriegen die halt nicht gebacken. Also wäre ich auch ziemlich angepisst. Das war, glaube ich, schon keine Freundin. Du musst ja schon die Poster bezahlen, wir mussten noch einen Eintritt, eine Karte bezahlen. Dann, du hast ja auch Aussagen, die musst du Benzin jetzt noch hinbezahlen und du brauchst ja Verpflegung auch, wenn du jetzt 5 Stunden fährst oder was. Ja, und für was jetzt, dass das nicht funktioniert. Also da wäre ich auch ganz schön sauer. Es ist unglaublich, ne? Wir haben schon Oktober. Also es ist immer noch Wespen und Bienen am Rumfliegen. Ja, zum Glück. Ist es nicht so, wenn keine Bienen mehr geben würde, würde die Welt untergehen oder so? Weil, nein, dann wäre ich glücklicher. Nein, aber ist doch so, ne? Weiß ich nicht. Weil die Bienen tun ja diesen Staub verteilen. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann gehen wir kaputt. Ich kann mich dann auch nackig auf der Wiese rumrollen. Ich glaube, Hummeln sind ja auch umweltgeschützt oder so. Ich glaube, die werden auch schon wieder mehr. Es gibt in Deutschland auch wieder Wölfe. Also der Wolf wird da ansässig in Deutschland. Bei uns in den Rheinauen hat sich mal einer verirrt. Also jetzt so mehr so, ich glaube, Ostdeutschland, so bei diesen Waldgebieten und so. Aber der war ja auch schon ausgestorben, galt der ja so schon. Auf so einer Nachtsichtkamera haben die bei uns durch den Rheinauen so einen Wolf was? Gesehen. Dieter Leser. Wie viel Uhr war das denn? Sag mal, 40 Männer wurde eingebracht. Hab ein Haar auf der Schulter. Oh ne. Ja, Lost Place war echt geil. Ah, da kam schon oft Ordnungsamt am Ende. Wir haben uns auch da einmal rausgezogen. Aber da hatten wir den Film schon drin. Also die Aufnahme.
Am Edersee gibt es auch viele Wölfe. Ja, ich sag ja, der kommt wieder zurück. Und der galt ja als ausgestorben, meine ich. Finde ich gut. Ulmo Matilda. Ist auch noch nicht da. Keiner kennt den. Erstmal alle hier Handy raus. Ja, wir sind gerade im Außenbereich. Dampfen. Und rauchen und Luft. Aber guck mal, wir haben es geschafft. Wir sind nach vorne gegangen, haben den Film auch vorgestellt. Man muss auch erstmal sehen, was man alles geschafft hat und nicht mal das sehen, was man nicht schafft. Weil, wenn du siehst, was du nicht schaffst, hast du immer einen Riesenberg vor dir. Aber wenn du siehst, was du geschafft hast. Ich habe zum Beispiel noch nicht geschafft, die Spülmaschine auszuräumen. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Clary sieht komisch aus. Warum sehe ich komisch aus? Wie siehst du denn aus? Ja, wir sind ein bisschen angespannt, alle. Oh. Ja, ich meine, tue mal das Ding da zwischen seinen Beinen weg. Er sieht ja aus. Was soll ich das denn sonst hin tun? Das ist ein Dreifuß, das kann man ausklappen und hinschauen. Also Frauentechnik, mach doch einfach. So. Also. Ich sag mal so von den DVDs, weil ich da gesehen habe, ist auch, ne, ja. Also da sind ja Sachen, die kriegst du auf Rebuy für 70 Cent oder so, und da wollen die da 3 Euro oder. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber. Nein, ich den jetzt gleich echt wieder fragen. Das steht ja nicht bei. Ich meine, es ist Sonntag erst. Was ist Sonntag? Die komplette Auswertung. Achso. Ja, die meint noch immer, sie hat was gewonnen. Hörte dieser Zombie Shark da, war das auch ein Film oder war das jetzt nur so eine Commercial, so eine hier Iron Shark bald zu kaufen? Keine Ahnung. Wenn das auch ein Film war, dann vergiss es. Ja, das ist ja eine fliegende Haie mit Nazi-Offiziere im Weltraum oder so, wie willst du dagegen gewinnen? Ne? Und dann noch mit Computereffekten, CGI und die haben ein Flugzeug als Drehort. Es kann auch sein, dass das so eine Werbung war, so für diesen Film. Also, dass sie gesponsert sind, irgendwie von. Was weiß ich. Ja, aber ich glaube, der war auch schon mal vor uns, waren ja schon ein paar dran, ne? Ja. Ich finde nur ein bisschen schlecht, dass der Haupt. Dass dieser Hauptverantwortliche auch gar nicht da. Also, der war jetzt einmal ganz kurz da irgendwie, aber der interessiert sich ja überhaupt gar nicht dafür, ne? Also, hier der Mike. So. Da war ja der von Walking Dead, hat ja mehr erzählt über seinen Club und alles. Ihr seid einfach nur super, egal was andere sagen. Mike, du hast zu Recht, alle sollen nach vorne, man soll nach vorne schauen, genau. Ja, ist ja so, wenn du dir immer einen. Wenn du dir von jedem Scheiß unterkriegen lässt. Ja. Donate 2 Euro von Michael, danke. Wenn du dir immer einreden lässt, was du alles nicht schaffst, dann kannst du den ganzen Tag zu Hause sitzen und grübeln. Ja. Und du musst aber mal sehen, was du geschafft hast. Und es zählt ja auch, dass man es versucht hat und wir hatten ja Spaß. Ja. So, und du musst immer gucken, wo ein Dampfer du geschafft hast, kannst du ja weiter aufbauen. Und sagst du, ja, heute war das so, morgen, nächstes Jahr sehen wir wieder hier hin, dann machen wir dann auch besser. Nee, jetzt noch. Nee. Ach nein! Der haut schon ab. Tschüss! Ja, die Geister an. Konkurrenz. Schimpfe Community treffen. Nee, Geister an Community treffen.
Ich sag mal so, wenn den ganzen Tag hier von Fans auch zugetextet wird. Wir haben bestimmt gerade noch wechseln. Die standen ja nicht mehr da. Ja, ja, ich weiß. Das war ja der Traube um diese Seite. Ja. Das macht die einfach nur perfekt. Wir machen es gut, aber nicht perfekt. Ja, perfekt ist ja auch eine gibt es perfekt überhaupt? Also es ist ja immer Ansichtssache, oder? Ich meine, du kannst drei Kleckse auf dem Bild machen, der eine findet es perfekt, der andere findet das, keine Ahnung, drei Kleckse auf dem Bild. Der andere sagt perfekte Kunst. Also. Ja, was sich der Künstler bei diesem Bild gedacht hat. Ich weiß. Nein. Ach, hör mal, ich bin ja Gärtnerin und heute arbeitet das. Bla 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 bla. Ich mach das lieber selbst. Ich bin ein kleiner Krowald. Die Kindergärtnerin in Real Life und hier der Gruselzombie. Hier der kindertötende Zombie. Ihr habt das alles super gemacht. Sitzt hier und kommentiert, also wirklich. Ich weiß nicht, wie viel sind denn überhaupt drin? Ich sehe ja nichts. Sind eh nicht viel, oder? Oh, doch, 30 Zuschauer. Wow. Der Stream läuft ja jetzt auch schon eine ganze Reihe. Ja, deswegen, ja. Ich dachte, da wäre... Ja, ich glaube, der Filmstream, glaube ich, war too much. 30 Minuten. Ja, was soll ich machen? Es ist live, ich kann das nicht schneiden. Wir machen jetzt heute 24-Stunden-Stream, so wie Excel. Ja, genau. Und wir tanzen, wir mieten uns jetzt einen Roller. Charity. Ja, genau. Gib denen noch Ideen, gib denen noch Futter. Ja, ich glaube, wir haben von der Kunde jetzt auch alles gezeigt und so, ne? Also DVDs und die ganzen Händler, Walking Dead und so. Ich muss mal ein großes Glob geben, ihr seid perfekt, macht weiter so. Im Schlaf. Die war echt so, oh Gott. Ja, der könnte ja auch auf unserem Rechner. Aber Excel ist so, der hat ja überhaupt gar keine Scham, ne? Und so von nix. Film kaufen lohnt sich. Kauft eine neue DVD, willst kaufen, mal kaufen. Ja, Glück kaufen Button, immer kaufen drücken. Bianca Heil hat den Film, finde den toll. So. Sehr gut. Was? Weiß ich nicht. Ich bin einfach. Nicht richtig. Man muss grundlegend bescheuert sein. Das ist richtig. Ja, dann kommen andere Leute in mir hoch, ab und an. Ja, ich glaube, machen wir es zum Ende, weil kommt auch nichts mehr. Zuschauer sind geplättet. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch lang genug gestreamt. Also da könnt ihr jetzt bestimmt 2 Wochen teilt euch den ein. Nicht vergessen, die DVDs kaufen. Money, money. Wer hat letztens gesagt, Mann? Ich will ja nichts. Achso, hier, unser Grüner. Ich will ja nichts mehr machen, aber Money Money. Ja. DVD kommt noch. Ja. Okay, haut rein, gibt alles. Los Places live auf der Horror Host. Wie gesagt, läuft noch. Morgen könnt ihr auch noch hier hin. In der Mitte,